Ich habe Frauenphobie aufgeschrieben. Ich sag jetzt einfach gar nichts dazu. Kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Bei Klassenfahrt habe ich Schamläuse. Aber es bleibt unter uns, okay? Ja. Kannst mir vertrauen. Ja. Was habt ihr als Zombie-Waffe? Die Frauen. Frauen sind doch keine Zombie-Waffe. Naja, leichte Frauen, die kann man wirklich anheben und einfach. Ich hasse es! Bra, bra, bra! Ja, Freunde, was geht ab? Willkommen bei einem neuen Video von mir mit der lieben Annika. Könnt ihr mir jetzt gerne hier auf YouTube folgen? Viel Spaß! Alter, ist nicht echt passiert. Sie hat ihre Hand so über den Essen reingemacht. Und wir haben den lieben Mats dabei. Gangster tragen Kapuzen. Und ich bin ein Gangster. Sonst eigentlich niemand Besonderen. Richtig. Niemand Besonderen. Nein, der hat natürlich den lieben Sedo noch dabei. Ja, sie liebt meine Art, doch sie sieht, was ich tue und sie denkt sich nur krank. Und das ist das. Wir haben diese Nudeln gerade in einem Video von dem lieben Sedo gekocht. Der macht nämlich momentan Kochvideos. Kochvideos in der Infobox. Mit mir haben wir zusammen gekocht. Heute drehen wir Stadt, Land, Fluss. Beziehungsweise bei uns ist es heute, ich lese euch mal die Kategorien vor. Influencer, Grund, jemandem einen Korb zu geben. Automarke, eine Sexkrankheit, ein peinlicher Moment und eine Waffe, die man gegen Zombies verwenden würde. Also wenn... eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, was würden wir als Waffe nehmen? Also ich sag jetzt A und dann mache ich in meinem Kopf das Alphabet weiter. Jemand sagt Stopp, der Buchstabe, der es ist, zu dem müssen wir einen Begriff finden. Gut, lass uns starten. Go. Okay, A. Stopp. F. 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 Wie Frustfick. Und nicht wie Blümchensex. Alter, ich komme gar nicht klar. Ihr schreibt alle, ich fühle mich gerade wie bei so einem Schultest, wenn alle wissen, also alle schreiben außer ich. Stopp. Oh mein Gott. Lüge. Keine Echt? Lüge. Ja, normal. Der ist intelligenter als du. Nee, ich bin nicht intelligent. Du musst von 30 Sekunden runterzählen, oder? Nee, ja. Nee, das ist Schluss. Stopp. Bruder, er schreibt doch ganz in Ruhe. Du bist so der im Test immer noch so da hast. Ja. Und so. Und er hat so Schlussstunde, der ist so. Okay, dann fang mal an. Nee, euer Stuhl okay. Ist Influencer. Ja. Harry Bang. Geht mir nicht um Sack mit diese schwule Ansagen. Ich hab Finja und Svea, das sind so zwei Zwillinge. Ich hab Feli. Feli? Okay, ich hab Flo vlogged. Du zeigst Feli. Okay. Du? Flo vlogged. Also alle 10 Punkte. Gründe für Korb furzen. Ja. Aber Furzen? Du hast auch Furzen. Nee, hey, klar, ist das. Aber das ist wirklich. Das ist ganz. Wenn sie furzen. So viele Frauen finden Furzen unattraktiv. Ach so! Ach so! Wir sagen jetzt. Nee, nee, wir sagen mal, einfach nichts mehr. Nein, ich möchte kurz eine Frage stellen. Hab ich mir nur ausgedacht, Freunde. Das ist safe ein Grund für den Korb. Ich möchte eine Frage stellen. Grund für den Korb, dachte ich, ist. Ich muss der Frau einen Grund geben, warum ich der Frau einen Korb gebe. Ja, ich dachte auch. Nee, einen Grund, einen Korb zu bekommen. Okay. Warum du einen Korb bekommen solltest. Aber beide Richtungen sind okay, finde ich. Ja, so, sobald irgendeine Partei gekorbt wird, so ist okay. Okay. Darf ich? Ja. Ich hab Flexen. Hä? Ja, doch, einfach, verstehe wenn man flexen ich. Wenn jemand so richtig ja, auch heftig ist okay. Tut, ja, ist also auch. Du? Okay. Ich hab Frauenphobie aufgeschrieben. Was? Ich hab Fun mit anderen Girls. So, also man hat schon, weißt du, dann wird man gefahren. Fahren mit anderen Girls. Fahren schon Spaß mit anderen Girls. Ich sag jetzt einfach gar nichts dazu. Kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Okay, komm, Automarke. Fiat. Ich auch. Oh nein. Du? Mhm. Ich hab extra Ford. Gehabt. Ich hab auch Ford. Scheiße. Also ich hatte Ford und hab gesagt, komm, ich mach was Schlaues. Fiat. Sexkrankheit. Hab ich nichts. Flohbefall. Flohbefall. Ey, da kann man so ein bisschen kräftig. Das ist gut. Flohbefall ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja, das ist bei Klassenfahrt habe ich Schamläuse. Aber es bleibt unter uns, okay? Ja. Kannst mir vertrauen. Ja. Okay, peinlicher Moment. Freund im Korb. Furzen. Das ist gut, vor allem ist das peinlich. Hä? Wenn du jetzt in der Shisha-Bar sitzt beispielsweise und es kommt ein Girl rein, die du kennst, aber du sitzt mit einem anderen Girl und du korbst die, dann ist das ein peinlicher. Ja, das ist peinlich, okay. Mhm. Ich habe geschrieben, weil ich erst auf Automarke Ford habe, weil ich mit Ford zur Schule fahre. Das macht gar keinen Sinn. Ja. So alle, die nicht, wenn das alle, die nicht mit dem Lamborghini zur Schule fahren, so ist es direkt peinlich. So ja. Alter, der fährt Ford. Wenn das zählt, sind das 5 Punkte. Ich habe hinfallen vom Crush.
Ja, okay, das macht Sinn. Also mit vor zur Schule zählt nicht. Würde ich nicht zählen lassen, oder? Also vor zum Zählen. Ja, Bruder, das ist beim besten Willen so. Ich mag dich wirklich. Vor zum Zählen, vor zum Zählen. Was habt ihr als Zombie-Waffe? Oh, ich lasche. Ich hab die beste Zombie-Waffe. Ja, Furzkanone oder so. Frauen. Frauen sind doch keine Zombie-Waffe. Die Frauen sind so eine gute Waffe, weil die können einen so auf die Nerven gehen und so. Okay, das zählt auf gar keinen Fall. Das zählt so. Das zählt auf gar keinen Fall. Ich glaube, die zwei, die sie überlegen, die sie überlegen, was sie dazu sagen wollen. Ja, das ist so klar, dass du mein Angebot Naja, anhältst. Leichte Frauen, die kann man wirklich anheben. 55, 65. Stopp. E. Wie einfach nur geil. Stopp. Also meine sind glaube ich schlecht, aber ich habe die Chancen gerade. Also das ist eigentlich gut. Okay. Nein, das ist wieder so beschissen. Influencer? Elias. Kennst du den? Sie schreibt ihren Nein, Namen, den weiß den geben wird wahrscheinlich. Der ist auf so random. Den gibt's nicht, zählt cool. Nicht. Elio chillt, den hab ich nämlich. Okay, Nathan, sag du so lange. Elmago. Der Bruder, nein! Ich hab hier Emilia BTE. Emilia BTE ist gut. Aha. Emilia BTE ist gut. Da. Aha. Okay. Eier. Grund für einen Korb. Ekelhafter Mundgeruch. Ei auf dem Kopf? Annika, du bist so schlecht. Okay, warte, wir einigen uns kurz darauf. Wer ist dafür, dass es eine Null ist? Okay. Es gibt halt beide Dinge, aber wenn man ein Flaschenei auf dem Kopf hat, dann gibt es direkt den Korb. Ich könnte so auf Sport. Okay. Eifersüchtig sein. Bei Auto? Hab ich nichts. Hab ich auch nichts. Elias. Wer ist Elias? Das Auto, Elias. Annika, antworten. Ich hab da auch sehr gemogelt, es ist ein E-Tesla, Digga. Ja. Nee. Sexkrankheit. Ich hab eine so ein bisschen erfunden, die heißt epileptisches Arschloch. Epileptisches Arschloch. Du kannst das erklären, wie das funktioniert. Aber die ist so lustig, Digga, die zählt. Oder ich stell mir gerade. Aber sag mir bitte, wie die funktioniert. Ja, epileptisches Arschloch. Ist halt wirklich komplett. Dein Arschloch fängt gerade an. Okay, wir haben das Fenster zu für die Nachbarn. Ich habe Enthaarung. Enthaarung ist keine Krankheit. Kann passieren. kann durchaus passieren. Ist direkt eine Krankheit. Ja, ich glaube, heute muss ich mir mal wieder die Beine entfernen. Fuck, eine Enthaarungskrankheit. Ich habe Erektionsstörung. Echt krass. Epileptischer Anfall. Ich habe eine Schelle kriegen in der Öffentlichkeit. Eine Schelle. Ist auch gemogelt. Das ist auch dieses gemogelt. Ja, aber überhaupt bei mir. Aber epileptischer Anfall muss man auch so überlegen, ist eventuell nicht peinlich, weil alle haben Mitleid mit dir. Alle gucken so fucking. Naja, wenn du in der Öffentlichkeit oder. Alle Epileptiker gerade so. Man kann da nicht bitte rausschneiden. Was? Bitte rausschneiden. Wie macht der Epileptiker? Okay, sorry Leute, ich würde mich niemals lustig machen, wenn jemand bleibt. Das will ich klarstellen. Niemals okay, wird das tun. Okay. Also, kennt ihr das, wenn ihr. Nein! Safe nicht! Wenn ihr einen Crush habt, ihn aber anschaut und dann schaut auf einmal zurück. Einander anschauen. Peinliche Momente. Ja, doch, das ist okay. Lass mich zählen. Das ist mein erster Punkt. Und mein Ding ist Eisfleck auf Hose. Bruder, hast du einen weißen Fleck, nachdem du gedeckt hast und es tropft auf der Hose? Wenn du so ein Vanilleeis hast. Zombie-Waffe, Digga. Ey, nochmal sorry, ey, alle Epileptiker. Er ist überhängen geblieben. Ihm tut es halt immer noch leid. Okay, ich hab elektrischer Fliegenfänger. Eimer. Das ist nicht so schlecht. Eimer? Ist mal wieder so. Wenn Annika sich so als Schutz aussetzt. Nein! Ich sehe nicht. Nein! Wenn ein Zombie hier reinkommt und ihr einen Eimer habt, was macht ihr als erstes? Ihr tut's über seinen Kopf! Ah ja! Weil er sich ja vorher alles abgestochen hat. Okay, Annika hat wieder 0 Punkte. Nein, das stimmt! Das ist eine 5er. Ja. Das ist eine 5? 4. 3. Das ist eine 2,5. Okay, du hast wieder eine 2,5, dann hast du mit der Vorhand. Das ist einfach voll gemein. Nein, mit der Vorhand hast du eine 5, mit 2,5. Ich bin nicht ernst. Das ist ein Eimer. Wenn ihr einen Eimer hier habt, dann ist das eine gute Waffe. Annika schreibt sich aber Punkte auf, wie sie Lust hat. Annika schreibt einfach irgendwas auf. Okay, so, ich hab nichts. Elektrosäge, seid ihr blöd? Nein, das ist voll schlimm. Das ist echt gut. Das ist gut, ja. Das ist voll gut. Okay, A. Ah, ich hab nicht gezählt, nochmal, sorry. So rauschen im Kopf, so A und dann so. Rechnet eure Punkte zusammen.
Eine Kategorie, wer als erstes hat, oder die ersten drei nur. Oder wir machen nur einen Begriff, jemand sagt einen Buchstaben und wir müssen in den Raum werfen. Und wer zuerst einfach einen Begriff sagt. Okay, los! Warte, aber zu welchem Begriff? Influencer-Kategorie. Ah. Influencer. Wir müssen rufen. Influencer, okay. Influencer. A. Stopp. C. Zettel Talk. Ich hasse es! Es hat weh! Wenn ihr mehr Videos mit dieser ganzen Gang hier sehen wollt, dann einfach einmal einen Daumen nach oben geben. Dann sehe ich, dass ihr da Bock drauf habt. Abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Alle Kanäle: El Mago, Cello Talk, Annika, Sophie. In der Infobox verlinkt. Abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Haut rein! Ciao!